dann in unsere Häuser und viel Maß, es geht um schöne Dinge. Ich denke mal, da hat Magdeburg einiges zu bieten für Jung und Alt, Stücke aus der Todzeit, die man sonst seinesgleichen nicht so findet. Zieht die Menschen aus ihren Wurzeln, Menschen wollen ihre Wurzeln, Familien, suchen ihre Familienstammbaum. Regeln da mal Energie, die man sich dann vorstellen kann, geben Geld aus, um sagen zu können, was ist das eigentlich, meine Familie. Wir folgen einem Fluss und seine Wurzel. Wir wollen seine Quelle finden. Auch da werden keine Mühen gescheut, um das zu finden. Ja? Man will dort ein Gasthaus errichten oder auch Möglichkeiten, eine Gedenkgrabe. Der Mensch braucht Anfang und Ende, er braucht feste Grenzen. Gerade der Deutsche braucht seinen Garten mit vier Zäune drumherum oder eine Hecke. Das ist so verständlich. Und natürlich suchen auch Nationen, Völker und Länder ihre Wurzeln, ihre Anfänge. Und wer in der 35 ist hier im Saal, viele sind es ja nicht, haben in der Schule gelernt, dass Karl der Große, Kaiser Karl der Große, Deutsche Reich gegründet hätte. Aber diese